Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute kramen wir wieder so ein bisschen in unserer Make-up-Sammlung, denn ich bin gerade so ein bisschen am Aussortieren. Ich bereite gerade ein Video für, ich glaube sogar schon nächsten Montag vor, wo wir gemeinsam durch meine XXXXXXXXL Beauty Guru Make-up-Sammlung gehen, aussortieren und neu aussortieren. Also falls ihr das nicht verpassen wollt, könnt ihr gerne den Kanal jetzt abonnieren mit Glocke, dann kriegt ihr definitiv am Montag eine Benachrichtigung. Und ich bin so ein bisschen durch die Make-up-Sammlung gegangen, hab geschaut, ob ich da irgendwelche Sachen finde. Und dann dachte ich mir, Mensch, welche Drogerieprodukte würdest du dir eigentlich immer wieder kaufen, wenn du sie leer kriegen würdest? Und das habe ich rausgesucht und wir werden heute damit einen Look schminken. Ich freue mich, dass ihr heute mit dabei seid und hoffe, dass es euch selbstverständlich gut geht. Ich bin hier, ich bin so ein bisschen Business, ein bisschen Jogginghose. Hallo. Ich habe hier wirklich eine dicke Kiste mit Make-up, die ihr eigentlich alle schon kennt, die Produkte. Bevor wir aber damit loslegen, will ich euch ganz kurz noch was zeigen. Dieses Video entsteht in Zusammenarbeit mit Asam Beauty. Ihr wisst, große Liebe für Asam Beauty von meiner Seite. Deutsches Unternehmen, sitzt hier in Deutschland und ist ein ganz, ganz tolles Team. Ich arbeite schon seit vielen, vielen Jahren mit denen zusammen und die haben ein ganz tolles Probierset rausgebracht. Ich darf mir immer die Produkte aussuchen, die ich euch zeige. Und ich habe dieses Set gesehen und dachte, okay, ich weiß, dass viele immer so ein bisschen skeptisch sind bei Marken, die sie noch nicht kennen, verständlicherweise. Und mit diesem Set könnt ihr wirklich viele Produkte, unter anderem auch meine Favoriten, mit testen. Ich habe ja mittlerweile eine Landingpage bei Asam, da findet ihr alle Favoriten von mir aufgelistet. Aber hier sind nochmal so ein paar kleine Probiergrößen drin. Das einzige Shampoo, was ich benutze, ist das Ahuhu Shampoo. Die Ahuhu Reihe, die sorgt für dickes und kräftiges Haar. Dieses Reservatrol Essence of Youth, das tragen wir gleich gemeinsam auf. Das Magic Finish, das kennen viele schon. Falls ihr es aber noch nicht kennt, habt ihr hier die perfekte Gelegenheit, das einfach mal auszutesten. Und die Perfect Eye Augenpflege. Bei Asam Beauty sind fast alle Produkte vegan, ist aber auch immer deklariert. Und es wird alles in Bayern produziert. Also ihr unterstützt damit auch ein deutsches Unternehmen. Ich habe einen Code bekommen, der gilt auf alle Produkte von Asam. Also nicht nur unbedingt auf das Probierset, sondern generell. Ich verlinke euch auch einmal die Landingpage, dann seht ihr meine Favoriten. Ihr kennt ja mittlerweile viele schon. Beispielsweise das Aqua Intense oder das Vitamin C Serum. Alles unten verlinkt. Aber das Probierset ist wirklich für euch, wenn ihr was Neues ausprobieren wollt. Und wir testen. Ich zeige euch die Produkte jetzt gleich. Mit dem Code MAXIM-APR21 gibt es 15% Rabatt auf alle Produkte, außer Sale-Produkte. Das ist ein super Preis und in diesen Probiersets bei Asam, das ist immer das Coole bei Asam, die Probiersets und diese Bundles sind immer super günstig. Wir starten aber mit diesen zwei Produkten, die ich euch so, glaube ich, auch noch nicht gezeigt habe. Das ist ein Serum. Ihr braucht davon wirklich sehr, sehr wenig und das sorgt so ein bisschen für eine seidig glatte, junge und frische Haut. Das ist eine super schöne Farbe. Ich liebe dieses Beige Gold. Ich gebe mir davon ein ganz kleines bisschen hier hin und verteile mir das schon mal hier und ihr seht gleich sofort, dass ich einen richtig schönen, das ist ganz zart, zieht super schnell ein und die Haut strahlt. Genauso wie das Perfect Eye Serum. Das mildert so ein bisschen die Fältchen und die Augenschatten. Auch hier, ihr habt 7 Milliliter drin. Das ist teilweise die Originalgrößen von Augencremes, die ihr beispielsweise in der Drogerie kriegt. Ich nehme wirklich nur ein mini kleinen Tropfen. Das ist super hoch konzentriert und klopft mir das hier direkt unter die Augen ein. Und wenn ihr darüber Make-up gebt, fantastisch. Ich nehme noch ein bisschen mehr von dem Serum, einfach, dass wir das auch wirklich überall haben. Und jetzt seht ihr schon, dass die Haut einfach sehr schön glowt. Die Rötung bei mir kommt immer, wenn ich mein Gesicht berühre, ist sofort eine Rötung da. Aber ich liebe den Effekt auf der Haut. Also schaut unbedingt bei Asam vorbei. Große Empfehlung für die Produkte, wenn das Set nichts für euch ist. Diese Pflege hier, I love it. Alright, ich habe hier meine dicke Kiste, Freunde. Und wir starten auch direkt mit der ersten Primerpflege. Den habe ich euch neulich schon gezeigt. Und das ist, also ich habe es nun wieder benutzt und ich habe es geliebt. Das ist der So Cozy Cold Cream Primer von Rival Loves Me. Ich liebe das Ding. Es ist so, so reichhaltig. Das ist wie die Magic Finish Cream, nur wesentlich günstiger. Ich mische mir diesmal was mit rein. Und zwar ein Illumi-Lighter, ein Spotlighter von Physicians Formula. Das ist wie so ein Liquid Highlighter. Davon gebe ich mir auch zwei Tropfen mit rein. Und dadurch habe ich einen glowy, super pflegenden Primer. Das ist viel zu viel. Um Jottet Willen, Maxim, what are you doing? Ich sehe aus wie der Zinnmann. I love it. Ihr seht, das ist jetzt super prall.
super feucht. Das Serum von vorher, die Cold Cream Primer Cream von Rival de Lou, Rival Loves Me und dieser Glow Primer, der sorgt einfach für ein Ultra Glow. Ihr wisst, ich liebe es, Produkte zu mischen. Ich liebe es, einfach Sachen zu kombinieren. Ich weiß, ich lese im Moment oft, Maxim, wenn du das mischst, dann sehen wir nicht das individuelle Ergebnis. Wenn ich ein Produkt neu teste, zeige ich es euch natürlich immer einzeln. Aber in diesen Wiederholungen mische ich das. Ich will nämlich euch auch zeigen, dass ihr unbedingt Produkte mischen solltet, um das rauszuholen, was für euch wichtig ist. Weil manchmal sagt meine Haut, ey, heute will ich nicht so Full Coverage, sondern ich möchte es eher ein bisschen softer. Ich will die Farbe vielleicht ein bisschen heller machen, mische ein bisschen von der anderen Foundation mit rein, wenn die auf derselben Basis ist. Probiert es wirklich aus. Alles schön eingezogen. Super glowy. Ich mache ein bisschen Color Correction runter. Ich benutze dazu ehrlicherweise gerade hier von Mitchell diese Blushes. Sieht ein bisschen verrückt aus, aber das funktioniert gut, weil die trocknen sehr schnell runter, ohne dass sie sich dann mit der Foundation verbinden. Heute bin ich nicht so ausgeschlafen wie sonst. So, das sieht jetzt super verrückt aus, aber wenn die Foundation rüberkommt, trust and believe. Auch bei der Foundation konnte ich mich persönlich nicht so entscheiden. Eigentlich schon, ich wollte es aber nicht schon wieder zeigen. Und zwar ist es die große Überraschung Rival de Lou Peuleron Foundation. Habe ich euch aber schon so oft gezeigt und das ist ja auch nicht die einzige Foundation, die ich regelmäßig nachkaufen würde oder schon bereits nachgekauft habe. Deswegen einmal hier von L'Oreal die Infallible 24 Stunden Fresh Wear Foundation in der Farbe 235. Die ist ein bisschen gelblich, deswegen mische ich gerne hier rein und da sind wir wieder bei der Mischung, die Pretty Natural Foundation. Die hat eine recht leichte Deckkraft, beides zusammen. Schaut es euch an. Zwei Pumpstöße von der. Ein von der Pretty Natural. Dann mische ich mir das auf meiner... Keine Ahnung, wo die Kamera gerade aufgehört hat zu filmen. Akku war voll. Speicherkarte war voll. Ich arbeite mir die Foundation einfach jetzt erstmal ein. Ich wollte euch erzählen, dass ich im Moment probiere, weniger Deckkraft zu benutzen, weil ich das Gefühl habe, dass es dann schöner aussieht im Alltag. Und jahrelang war meine Devise, mehr ist mehr. Und das hat mich auch eigentlich immer ziemlich gut begleitet. Ich habe aber mittlerweile festgestellt, dass es im Alltag mich ehrlich gesagt so ein bisschen nervt. Ihr seid damit fein, wenn ich auch ungeschminkt bin. Das ist ein selbstgemachtes eigenes Konstrukt in meinem Kopf, was mir sagt, nur Full Coverage ist das wahre Make-up. Das ist Quatsch. Ich verteile mir das jetzt mit meinem Schwamm und ihr seht schon, jetzt kommt so ganz leicht der Glow durch von dem Primer und der Pflege. Die Foundation hat selber noch mal so ein bisschen Glow und so ein bisschen Feuchtigkeit und die Deckkraft ist aber gut. Ich brauche nicht viel, aber die Deckkraft ist gut. Wenn die Foundation eingearbeitet ist, machen wir direkt weiter mit Concealer und auch da fiel es mir recht schwer. Aber ich weiß, für Team Günstmaus sind diese hier perfekt. Das sind die Essence Camouflage Concealer. Einmal in matt und einmal in glowy. Ich habe sie in zwei verschiedenen Farben, weil ich mit dem matten, dunklen die Base mache und Highlights setze mit dem glowy Concealer. Kosten 2-3 Euro, haben eine gute Deckkraft, halten lange, da ist extrem viel Produkt drin und ihr seht schon, der ist ein bisschen dunkel. Ich verblende ihn jetzt aber erstmal, damit ich weiß, wo ich dann highlighten kann. Und dann nehme ich den helleren und setze mir den nur hier hin und hier außen. So, das sieht jetzt verrückt aus, aber glaubt mir, wenn ich das so ein bisschen verblendet habe gleich, dann gleicht sich das wieder so ein bisschen aus und das sieht super geliftet aus. Ich sette das Ganze einmal ganz kurz mit meinem Baking Puder hier und dann setten wir das restliche Gesicht. Für den Rest meines Gesichts benutze ich das passende Foundation Puder von L'Oreal. Auch das habe ich schon wirklich gut durchgerockt. Ich habe Hit the Pan, ihr seht, ich benutze es und wenn ich Hit the Pan habe bei Produkten, dann benutze ich das wirklich gerne. Auch im Alltag halt. Ne? Ich schminke mich ja nicht nur für Videos, sondern auch für Alltags-Make-up. Wenn ihr ein upgedatetes Alltags-Make-up haben wollt, dann lasst mich das doch gerne einmal unten in den Kommentaren wissen. Dann filme ich euch das in den nächsten Tagen mal ab. Das ist jetzt vom Stil her mein Alltags-Make-up, was ich heute mache. Ich mache nämlich heute keinen Lidschatten, weil ich gleich noch ein Meeting habe. Die Base ist gesettet. Deckkraft ist komplett ausreichend. Alles ist schön gleichmäßig gesettet und wir machen weiter mit einem Blush. Und den habe ich lange nicht mehr benutzt. Das ist der Milani Luminoso Blush. Einer so Oldschool Blush. Ich glaube, den kennt jeder. Den hat auch fast jeder zu Hause. Falls nicht, gönnt euch. Super schönes Produkt. Der hat Glow mit drin und der sieht auf der Haut sehr frisch aus. Schaut mal. Also das ist wie Highlighter, aber trotzdem
so ein bisschen blushy. Super schnell, super blushy. Erinnert mich so ein bisschen vom Finish her wie der neue von Catrice. Das ist der Cheek Lover Oil Infused Blush, der vom Finish her eigentlich fast 1:1 genau dasselbe ist. Eine Sache muss ich euch fragen, vielleicht wisst ihr es. Diese Contouring Palette von Essence, ich glaube, die gibt es nicht mehr. Und Essence, falls ihr es seht, bitte, das ist die beste Contouring Palette. Ich habe die bestimmt schon 2 Jahre. Ich benutze sie total gern. Ich würde sie mir auch sofort einmal nochmal neu kaufen, weil ich glaube, irgendwann ist die halt auch durch. Aber ihr seht, ihr braucht davon ja wirklich nicht viel und habt sofort eine schöne, satte Kontur. Super günstig, super tolles Produkt. Ich glaube, der Bronzer ist keine Überraschung für euch, denn ich habe hier endlich mal wieder rausgekramt den Rival Loves Me Tropical Bronzer. Das ist ein super gutes Dupe zu dem Benefit Bronzer. Ich finde den besser als den von Benefit, wenn ich ehrlich bin. Der riecht so ein bisschen nach Kokos und ein bisschen nach, weiß ich nicht, so nach Urlaub riecht er halt. Und den gebe ich mir hier einfach auf die Stirn. Ich benutze im Moment nicht so viel Bronzer, weil ich finde, dass meine Hautfarbe gerade recht dunkel ist. Ich habe Selbstbräuner. Hättet ihr mich mal am Wochenende gesehen, da sah ich wirklich aus wie, weiß ich nicht. Was sagt ihr zu Base? Ich bin ganz ehrlich, gefällt mir sehr gut. Super frisch, der Glow kommt langsam durch von dem Primer und von der Pflege. Aber die Haut ist trotzdem Full Coverage, cakey, queen. Highlighter darf selbstverständlich nicht fehlen. Und da habe ich den Catrice Glow High Glow Mineral Highlighter ausgesucht. Den gebe ich mir gerne. Ich habe das früher oft gemacht. Da habe ich den einfach komplett als Setting Highlighter genommen. Ich nehme einen großen Blush Brush, gehe hier rüber an der Augenbraue und mit dem Rest hier auf meine Stirn. Mittlerweile arbeite ich sehr grob, also nicht so ein bisschen hier, ein bisschen da, sondern einfach komm, Knallruff da, am Ende Setting Spray rüber und ihr seht aus, als wärt ihr gerade, weiß ich nicht, aus dem griechischen Olymp auferstanden. Für die Lippen, das ist, die kennt, ich glaube, die habe ich schon bis zum Ermessen habe ich euch diese Kombination rausgezeigt. Die liebe ich im Moment. Ich habe die von Shilan. Ich habe ein Video indirekt mit Shilan zusammengedreht vor ein paar Wochen. Da hat sie mir ihre Drogeriefavoriten gezeigt. Eigentlich wollte ich diesen hier benutzen. Das ist dieser Ultimate Shine Loud Never Basic NYX Liquid Lipstick. Der hält die nächsten 4 Tage. Ich finde, ohne Augen-Make-up ist das jetzt zu doll. Deswegen zeige ich euch jetzt meine die beste und die schönste und die natürlichste Nude-Lippenkombination ever. Ihr benötigt hierfür den Lip Liner von NYX in der Farbe Nude Truffle. Und damit ziehe ich mir jetzt erstmal die Lippenkontur, aber so ein bisschen anders als meine Kontur. Schaut genau hin. Hier das Lippenherz nehme ich mir so ein bisschen weg, gehe damit eigentlich komplett über die Lippe, blende das so ein bisschen aus. Und dadurch, dass ich halt über das Lippenherz gemalt habe, ist die Oberlippe größer, ohne dass ich die Seiten übermalt habe. Und dann gehe ich mit dem NYX Soft Matte Lip Cream in der Farbe Cairo rüber. Ich mag die Textur davon gar nicht. Ich liebe die Farbe aber. Da könnt ihr auch fast einen Concealer nehmen für. Dann gebe ich nochmal eine Schicht rüber, lasse ihn kurz antrocknen. Und dann meine Geheimwaffe im Moment überhaupt von Maybelline. Diesen Cheek Heat, der eigentlich ein Blush ist. Nehme ich mir so ein ganz kleines Würstchen und mische das da so mit rein. Dann ist das nicht mehr so eine kühle Nude Lippe, sondern so ein bisschen rosafarbener. Als Mascara benutze ich von Asam die Magic Finish Mascara, eine meiner liebsten Drogeriemascaren. Ich hätte auch die Sky High Mascara benutzt, aber die gibt es ja im Moment nicht so wirklich. Und ich werde immer wieder in den Kommentaren gefragt, wenn ich die benutze, ob ich Probleme habe, die abzumachen. So ein bisschen, also da musst du schon echt ziemlich rubbeln, aber ich verrate euch in ein paar Wochen einen kleinen Hack, wie es funktioniert. Und das ist mein Drogerie-Alltags-Make-up-Look mit Produkten, die ich immer wieder nachkaufen würde. Ich lieb's. Es ist super erwachsen, sehr präsent. Ich bin hier, ich bin da und ich bin nicht hergekommen, um zu spielen. Freunde, was sagt ihr? Wie gefällt euch der Look? Schreibt mir doch unbedingt eure liebsten Drogerieprodukte, die ihr immer wieder nachkauft, einmal in die Kommentare. Und falls ihr Asam mal austesten wollt, dann schaut doch gerne da vorbei. Das Try Me Set ist für euch einmal unten in der Infobox verlinkt. Genauso wie der 15% Rabattcode, der auf alles außer Sale gilt. Ich danke euch, dass ihr heute mit dabei wart und würde vorschlagen, wir sehen uns ganz bald hier wieder. Passt auf euch auf.